Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Wir sind hier in einem feindlichen Gebiet in, ich will schon sagen, Assassin's Creed, aber es ist ja Cyberpunk 2077. Ja, jetzt haben wir ja ein klitzekleines Problem. Wir müssen hier nach oben. Okay. Bin ich doof? Müssen wir hier durch? Warte mal kurz. Nee, wir müssen hier durch. Ich dachte schon, oh, jetzt passiert's. Nee, wir müssen hier durch, hier nach oben. Boah, da werden wir jetzt total runtergesiebelt, ne? Gesiegelt. Total am Arsch vorbei. So, nach oben. Schütze auf der Fußgängerbrücke. Von der anderen Seite her reingehen sollen, ne? Es wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt. Und zwar? Arasakas Netrunner. Sie hat die Kontrolle über alle Netzwerke. Du musst sie erledigen. Sonst können wir die Wagen nicht übernehmen. Ja, und sie wo ist denn die? Fertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Na toll. Des zweiten Scharfschützen. Wir sind ja im dritten. Oder wir waren da, wo der dritte ist. Komisch. Na gut, sieht er nach unten. Schöne Aussicht hier eigentlich, ne? Fahrstuhlmusik, oder? Nee. Jetzt wie? Ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Ding rausziehen. Bist schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Oder. Natürlich bist du hier. Oh oh. Also. Heilige Scheiße nochmal. Was ist denn der für ein Typi? Ja, ich probiere es, ja. Was sind das eigentlich für einer, ne? Also so ein Kollege hier möchte ich nicht mal... Okay, der ist gleich tot. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Tut mir leid, oder? Nein. Das hast du dir selbst eingebrockt. Nein, das hätte nicht sein müssen. Er hätte mir dasselbe angetan. Du hast es gesehen. Das werde ich nicht vergessen. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Hätten wir das jetzt machen sollen oder nicht? Jetzt bin ich aber überfragt hier. Das klang jetzt nicht so gut. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denkt dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？
あなたの俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見せ物では、みんなに役割がある。道子は文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。 Hallo. Ja, wirklich eine Schande, wenn das Ding nicht weitergeführt wird. Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie. Dosama. Hanako-sama. Anata. どうか話だけでもお聞きください。 サブロー様は死ぬことを口にしないで。これが俺にできる最後の方針なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは、花子様、無礼を働きたくはありません。しかし、ビー、ラオ、シャイス、シャイス、シャイス。Er hat sie abgeknallt。was immer passiert ist, wir sind gefickt。ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Junge, ist mir scheißegal. So, wir hauen eine Runde ab hier. Das geht auch mir zu weit. Ob auf die Straße. Ich komme vom Paradegelände. Hey, bist du in Sicherheit? Ja. Vorerst. Ja. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Siehst du okay? Schnell. Wir gehen gleich live. Klopfe viermal. Na gut, machen wir noch. 900 Meter weg. Mach mal kurz. Wenn ich hier das Auto rufe. Oh. Der geht, ne? Danke sehr. Sieht neuwertig aus. Jo. Ah, ist im richtigen Platz. Jetzt habe ich das Ding hier wieder. Oh mein Gott. So. Für die 900 Meter brauche ich ein Auto. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Alles andere geht nicht. Ja, verkehrt, ne? Ein Auto für... Ja, zu Fuß. Safe House steht da sogar. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es ein Safe House ist. Das ist ein Safe House, das spielt mehr. Okay, ging gut bis jetzt. Vista del Rey. Neues Gebiet? Schon wieder neues Gebiet? Wie viele neue Gebiete gibt es hier eigentlich? So, parkiert ist. Auf jeden Fall ganz weit weg. So. Hier oben, nach oben, gute Sicht, nochmal nach oben, ne? Ja, toll, nicht nach unten. So, und hier durch. Viermal klopfen war es, ne? Nein. Es war viermal. Aber ich bin mit dem Mausrad ist zu sensitiv. Ich weiß, es sind viermal. Hat viermal gesagt, es ist viermal, aber Mausrad, kacke. Okay, jetzt haben wir, da kriegen wir hin. Sorry für den. Nur das Mausrad, die, oh mein Gott, naja. Egal. So muss ich einparken.
Nee, ich möchte nicht in irgendwas verwickelt werden. Nö, gibt mir nichts. Keine Ahnung. Spielt hier absolut keine Rolle. Ich möchte nicht verwickelt werden. So. Also gut. Viermal ist es. Okay, komm rein. Schnell. Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Ich hatte keine Wahl. Ich habe ihr Tee angeboten. Du entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein? Auch ja, gut. Sie hat auch freundlich gut abgelehnt. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Vielleicht hört sie auf dich. Oh. Also, ich soll mit dem Kollegen hier sprechen. Hanako-sama, Kanojo wa rei no jinbutsu desu. Douka hanashi wo kiite agete kudasai. Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Tja, ich bin fest entschlossen und habe nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam aber sicher um. Eins eurer Persönlichkeitsengramme überschreibt meine Psyche und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja, es wird nicht gut für mich enden. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Das gehört? Geh nachsehen. Okay. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Oh. Wir konnten uns gar nicht bewegen, ne? So. Mal hin, du Arschgeige. Oh, nicht schon wieder. Hier sind es noch vier, oder? Da hinten sind gleich drei auf einmal. Gleichzeitig!
Achso, hallo. Was? Wag es nicht abzuklappen. Nicht jetzt. Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt. So, hoppa. Und weiter geht's.